Ja, hier ist wieder euer Papagei. Heute wieder mit einem Skyblock-Video. Ihr seht hier in meiner Insel. Und heute zeige ich euch mal, wie kann man Steine farmen mit dieser Pickaxe. Es geht ja so schnell, wie ihr hier seht. Und die hat Ultra PKG ist das, ist ein Effizienz 6, Haltbarkeit 2. Und die kann man aber nicht kaufen oder sowas oder machen. Die kann man nur gewinnen hier auf dieser Insel. Und ja, und die werde ich irgendwann noch auf Haltbarkeit 3 machen. Und dann zeige ich euch mal ein bisschen nochmal die Insel, wie weit die jetzt ist. Dann gehen wir mal hier raus. Hier kommt die Kohle rein. Hier kommt dann Gold und Eisen rein, bitte nehme ich gerade, weil abends kommen nämlich auch Eisen und Gold rein. Geht dann hier in die Truhen rein. Gehen wir gerade mal runter, damit ihr es mal sieht. So, dann gehen wir mal hin. Hier ist dann die Truhe und da geht das ganze Gold und Eisen automatisch durch diesen Ofen durch und weggebrannt. Und wie ihr hier seht, ich habe 7000 Insellöffel, allein meistens durch dieses wunderbare hier, oder wäre schön viel Lapis, ich kann mal runterspringen, ausgebaut, dadurch habe ich auch das Insellöffel, bin auch hier mit den Truhen, da kann ich euch auch mal zeigen. Das ist dann, wo die ganzen Steine auch reinfallen, das kommt raus. Werden hier reingefügt. Da kann noch tiefer gehen. Gehen noch eins tiefer. Das muss ich immer noch umbauen hier. Dann seht ihr hier Steine. Das füllt sich dann. Und wenn das alles voll ist, können wir dann hier wieder Lapis produzieren für die Insel ausbauen. Weil es soll eine Ebene komplett mit Lapis erstmal sein. Und das ist halt viel Arbeit. Hier haben wir noch so einen Lavaturm, glaube ich. Ja. Wenn man hier reingeht, hier ist dann der in der Mitte ein Spawner auf Spinnen eingestellt. Den kann man auch umstellen. Kostet 3 Diamanten. Und ja, gehen wir nochmal hoch. Und hier ist auch noch so eine Maschine, wo Steine herstellt, aber ein bisschen sehr langsam. Aber das da oben ist am besten. Und wenn was kaputt gehen sollte oder sowas, man hier die Arbeit kann hier runtergehen, kann man das reparieren. Hier gehen dann diese Steine gehen dann hier runter, wie man hier sieht. Genau. Kann auch mal, ja, kann mal gucken, was hier drin ist. Also es geht ruckzuck. Ah ja, aber nach Gold. Das machen wir gleich raus. Und ja, dann gehen wir mal gleich ganz hoch. So, machen wir die Treppe. Da. So, jetzt gehen wir hier an diesen Trichter dran. Da geht es dann rein und wird dann fertig gebrannt. Hier kommen dann die Steine rein. Und dann gehen wir nochmal ganz nach oben. Also ich zeige euch nochmal. Hier ist nochmal so dieser Papageienkopf. Dann haben wir hier den Zauberraum. Da kommt ein bisschen was. Hier ist dann nochmal so ein Papageienkopf, mein Bett. Dann hier haben wir noch die Sachen, was wir so brauchen oder was wir bekommen haben. Dann werden hier noch ein paar Räume entstehen. Dann geht es hier nach oben. Hier oben sind dann Kuhfarmen, da ein bisschen Weizen, Räume. Also soweit ist die Insel schon mal ausgebaut. Da ist dieser Lavaturm, habe ich schon was getestet. Und soll natürlich immer noch größer werden. Hier ist dann nochmal diese Kaktusfarm, die automatisiert ist natürlich. Und kann ich euch mal zeigen. Das geht dann hier runter. Hier, wo Kaktus dran steht. Und dann füllt sich das. Und man hat irgendwann genug. Ja, so groß ist immer dann die Insel. Und die wird irgendwann noch größer. Und jetzt sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Das war's dann heute wieder mal. Bis zum nächsten Mal, euer Papagei. Aber noch etwas nicht vergessen. Bitte ein Like da lassen oder ein Abonnement. Also ihr könnt euch abonnieren, könnt ihr uns oder liken.
wie ihr das gerne möchtet. Könnt auch einen Kommentar da lassen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Papagei.